Ich bin Markus Meyer, ich bin bildender Künstler und ich wurde eingeladen vom Fraunhofer über Artist in Lab an meiner Malweise zu forschen. Ich male von der Rückseite, das heißt ich trage auf die Rückseite Silikone und andere pastose Farben auf, transportiere sie durch die Leinwand, sodass auf der Vorderseite das spiegelverkehrte Motiv in Relief erscheint. Ich wurde dann öfter gefragt, wie ich denn auf die Idee gekommen bin, von der Rückseite her zu malen. Dann sage ich immer, ich bin Schwabe und als ich früher gemalt habe auf großen Jute-Rahmen, habe ich irgendwann festgestellt, die Farbe drückt nach hinten und das eigenwillige Farbmuster hat mich so fasziniert, dass ich gedacht habe, das wäre doch Verschwendung, daraus nichts zu machen. Und somit habe ich die reziproke Malerei geboren und nur noch von der Rückseite gearbeitet. Das mache ich jetzt seit ein paar Jahren. Nur noch von der Rückseite. Danke. Ja, mein Name ist Detlef Uhl. Ich arbeite in der Abteilung CESMA am Fraunhofer Institut für Silikatforschung und ich habe die Versuche bzw. die Kunstwerke sozusagen im Labor begleitet und habe quasi die Silikonformulierung, die wir appliziert haben, entwickelt oder angepasst. Wir hatten bei uns in der Abteilung schon Vorerfahrungen mit dieser Methode im Rahmen des Siebdrucks gewonnen und so hatten wir quasi einen gewissen Erfahrungsschatz und konnten dann durch ein paar kleine Formulierungsanpassungen die Rezepturen so gestalten, dass sie eben jetzt hier zu diesen Kunstwerken geführt haben.